beim motherfucking Future of Battle Rap. Und wir haben hier zwei fresher MCs, die sich vor kurzer Zeit schon beim Starter Pack bewiesen haben. Beide mit einem geilen eigenen Style. Da haben wir einmal zu meiner linken Seite aus Jülich angereist. Ezra, macht Lärm für Ezra. Zu meiner rechten Seite aus Essen ist er heute hergekommen. Macht Lärm für Nick Shit. Das ganze Battle wird zu meiner rechten Seite starten. Ja. Nick Shit fängt an. Let's go. Jo. Die Leute, die mich kennen, wissen vielleicht, ich mach Depri-Musik. Doch hab die Taktik geändert. Im Battle bin ich witzig und mach Schaschlik aus Ezra, du Alibi-Rapper. Deine Rap-Vergangenheit ist nur ein Fliegenschiss. Und dass ich darüber rede, das verdienst du nicht. Ey, du bist glatt wie ein Spiegel und profillos als Slicks. Aber kommt mir ganz gelegen, du wirst sowieso gefickt. Nick Shit, ich hab einen scharfen Style, so wie Chili-Zutaten. Du bist einfach nur klein. Wie ein Lilliputaner, ey, als deine Eltern meinten, dass du mit dem Scheiß nicht alt wirst, konnte keiner ahnen, dass dein Wachstum mit 13 stagniert. Kapier, ich bin im Battle unterwegs, als hätte ich christlichen Segen. Bin ich katholisch, nur weil ich mich an dem Kind hier vergehe. Ich finde, du ähnelst Blaubarschbube. Okay, dann bin ich mehr Jungfrau, Mann. Obwohl, eigentlich bist du ja mehr Jungfrau. Mann. Oh. Ey, und nur weil dein Schwanz mickrig ist, hat deine Perle kein Wurmloch. Es liegt nicht nur an mir, dass du im Battle zu kurz kommst. Und in deinem letzten Battle gegen Frost meinst du, du wärst Fulltime-Player oder sowas. Und zupfst voll stolz an deinem Jack-and-Jones-Pullover. Cringe, Alter. Aber nett, dass deine Mom dir die Klamotten rauslegt. Doch die Ansicht, dass das cool ist, ist wie Locken verdreht. Denn unter uns vielleicht sollte die das besser lassen. Jack-and-Jones war vielleicht Gangster in der 6. Klasse. Roundabout, ja, aber in der 6. Klasse. Aber ist ja auch egal, Mann, du kannst alles tragen. Denn mit deinen Maßen kannst du in einem Waschbecken baden. Ja, ich kann dir verraten, dass unsere Chancen nicht gleich sind. Ey, du kannst dich ja nicht mal an der U-Bahn an der Stange festhalten. Wie sollte ich für dich erreichbar sein? Du bist Marvin und nicht Calvin, aber trotzdem klein. Und wenn ich... aber trotzdem klein, so. Und ob du jetzt oder Morgan oder Nika, ich muss immer gegen Belga antreten. Ständig kommen Kinder zu mir, als würde ich in einem Bällchenbad leben. Ezra, Kollege, ey, du bist ein schmieriger Lappen, als hätte man Öl mit dir gewechselt. Ich popp ein Aspirin-Komplex, du poppst mit Ödipus-Komplex. Denn der Knabe steckt noch fest im Abnabelungsprozess. Und was du machst, ist alles wack. Ey, so wack, dass es schon Folter gleicht. Du lieferst unstabil ab, wie ein Postbote mit Borderline. Ey, was soll der Scheiß? Wenn du einen grünen Pullover trägst, denkt man, der Kobold hätte Gold dabei. ey, kein Sportverein. Nee, du hast vom Wichsen dicke Arme, als ob du Tennis gespielt hast. Deswegen besiege ich dich locker. Wie ein englisches Schließfach. Deine Eltern lesen dir vor aus Bibi und Tina, doch ich mach dich noch einen Kopf kürzer und bin am Ende der Sieger. Mach mal her! Sehr, sehr stramme erste Runde von Nick Shit. Jetzt Antwort von Ezra. Ey, yo, FOB, habt ihr Bock auf ein spannendes Battle oder was? Yeah! Dann tut's mir leid, denn dies wird lediglich viermal eine Vorführshow, wie dieses Schwein zur Schlachtbank getrieben wird und keiner wird kommen, um es zu retten. Burst, danke für dieses Matchup. Krass, dass er sich das traut. Über ein Pay-Per-View-Gutschein hätte ich mich gefreut, aber so ein Freilos nehme ich auch. Nick, du bist der Typ, der bei Meckes arbeitet, nur um sein Weed zu finanzieren. Erzählst anderen aber im gleichen Atemzug, dass du irgendwann Selfmade bist und dabei große Töne spuckst. Hör auf zu versuchen, dich hier relevant zu machen und bring mir einen Milkshake. Und wehe, die Eismaschine ist wieder mal kaputt. Du bist so ein Kerl, den keiner dabei haben will, aber einfach immer irgendwie doch dabei ist. Bei so einer Persönlichkeit und Aussage in deinen Tracks, kein Wunder, dass du gemeinhin daheim allein bist. Ich hoffe, dass ich mich bei deinen Texten echt verhört habe. Denn Bruder, die besitzen gefühlt mehr Adlibs als Wörter. Eher so nach dem Motto, guck, ich bin besser als die meisten, doch behalte es für mich und rap einfach scheiße. Aber Junge, was ist denn mit dir los? Schau dich doch mal an. Du brauchst kein Battle, sondern ein ordentliches Bad oder einen gesunden Salat. Das tut doch schon beim Zusehen weh. Würde ich es nicht besser wissen, würde ich meinen, du bist der Charakter aus dem nächsten Dead by Daylight DLC. Hey! Dankeschön. Man hört von dir jedes Mal Geheule, wenn ein Kommentar nicht deinen Vorstellungen entspricht. Richtige Incel-Snitch. Denk dran, du kannst vielleicht nichts, aber immerhin kannst du nicht ausgenutzt werden, wenn du nutzlos bist. Man, auf meinem Weg nach oben bist du für mich zum Glück nur ein schneller Zwischenfick. Du bist das menschlich gewordene Bongwasser und siehst aus, als wärst du kurz davor, der nächste Batman-Bösewicht zu werden, nach einem weiteren Chemieunfall in deinem Gesicht.
Nick Shit, du bist anscheinend zu sehr in deiner eigenen Fantasiewelt gefangen. Fast so, als hätte Caillou den Krebs besiegt und wäre zu einem Meth-Head herangewachsen. Fucking Crackhead, du leidest wohl an einem irreparablen Langzeitschaden. By the way, kriege ich bei dir creep das Gefühl, dass du die Lebenserhaltungsmaschine deines Onkels abklemmst, nur um deinen Vaporizer aufzuladen. Kannst du dir nicht ausmalen. Nick Shit, du Junkie, gewinnst nur im Gebetskreis, denn jeder Homie vote für dich wäre eine Stimme aus dem Jenseits. Yeah! Für Ezra, es geht weiter mit der zweiten Runde von Nick Shit. Naja, immerhin bin ich nicht so ein Cynic-Fanboy wie du, Alter. Und ach ja, ey, das ist schon cringe, wie hart du Cynic an den Eiern klebst. Du bist nicht Ratar, aber träumst von seinem Eiran-Shake. Ohne Scheiß, du gehst auf seine Tour und supportest seine Comedy. Doch jeder Bühnenauftritt von diesem Dude ist eine Odyssee. Es ist, als würde ich doppelt sehen. Denn Cynic und dich, ich finde euch beide beschissen. Aber du wirst von Nick Shit und er von Mika Schleif zerrissen. Du kannst ja weiterhin versuchen, ihn auf Insta zu verlinken. Vielleicht nimmt er dich dann Backstage und dann nimmt er dich von hinten. Ich frag mich, wie ist Mr. Respektlos? Im Bett bloß. Aber gut, dass du der Sache auf den Grund gehst. Und bläst. Ey, yo, mein Psychoblick verführt dich. Ich entferne dir die Rückenwirbel auf einem Tapeziertisch, was dazu führt, dass deine Kinderärztin kritisch deinen Bluthochdruck beäugt. Ich bin so Hip-Hop, mich hat Biggie an der Mutterbrust gesäugt. Deswegen rap ich wie Biggie. Du bist wie Biggie Small. Du bist weder auf Deutsch noch auf Englisch toll. Nimm den Mund nicht so voll, denn du kriegst am Maul gestoppt, selbst mit Kinderportionen. Ey, du redest ziemlich oft übers Ticken von Drogen, aber Ezra, in deinem Zimmer steht eine Wickelkommode. Ey, du kommst nur zum Höhepunkt, hast du Trottel eine Leiter bei. Gott verdammt dich, stampf dich ein, bring dich zum Schrotthändler für Leichtmetall. Du übertreibst. Was für Best Rapper alive, was für überhaupt Rapper. Du bist ein Küken. Ich bin der Kükenschredder. Und üb mal besser. Es reicht, zerlege diesen Knaben im Battle und deine Perle stinkt nach Fisch wie Pescetarierhälse. Ohne Mist, die riecht nach Sushimi oder Sushi, Dicker. Ich lass dich alt aussehen. Und dabei siehst du nicht mal aus wie ein Jugendlicher. Ich bin wortgewandt, als ob ich einen Duden mit hab. Und du Loser bist für mich nur unter der Lupe sichtbar. Ey, ohne Scheiß, du siehst so aus, als wärst du jünger wie die Typen von Jesus. Du bist so irrelevant, niemand sagt Tschüss, wenn du gehen musst. Aber da, wir sind ja nicht so gut miteinander, deswegen bin ich so frei. Tschüss, Ezra. Sei gespannt auf Teil 3. Zweite Runde, Ezra. Man hört aus deinen Texten heraus, dass du unter anderem Naruto- und Dragon Ball-Fan bist. Ja, pass mal sehr gut auf, du self-proclaimed extraordinary artist. Denn dieser Part hier ist wirklich nur für dich. Ey, zu Schulzeiten schon hatte der Typ immer die allerschlimmsten Frisuren. Aber du und deine mächtige Naruto-Anime-Truppe sieht heute auch noch aus wie untalentierte, drittklassige, arbeitslose Ninja aus Konohagakure. Lief im Naruto-Style, im 45-Grad-Winkel nach vorn gebeugt, von Klasse zu Klasse und sammelte statt Erfahrungen lieber Manga-Figuren. Es gab so einen in jeder Schule. Ich bin sicher, ihr werdet es kennen. Sitzt alleine zu Hause vorm PC und verfasst Fanfiction zu seiner Community, bestehend aus ganzen 4 Abonnenten. Yes, ey, schaust du mir in die Augen? Bist du mit einem Blick gefangen und siehst all die Dinge, die du in deinem Leben nie haben kannst? Mangekyou Sharingan. Und ja, du bist Kämpfer. Aber warum ausgerechnet auch für wie ein Krillin, du Schwätzer? Aber ne, auch irgendwie kein Wunder. Denn genau wie er killst du dich wegen deinen Fehlern immer selber. Auch nach Jahren im Raum von Geist und Zeit ist dein Rap zu nichts zu gebrauchen. Mein Scouter Power Level over 9000. Selbst mit den Dragon Balls kannst du dir den Sieg hier nicht erkaufen. Immer, wenn ihr heutzutage eine Party besucht, schmeißt ihr euch permanent kleine pinke Teile und zeigt euer wahres Gesicht. Margin Buu, du kannst mich nicht besiegen, du ausgepowerter Versager, denn ich gebe immer volle Energie. Genki Dama, also sag Sayonara, denn heute ist für dich Bastard-Zahltag. Dir Fake haben sie doch den Schwanz abgehackt und man merkt, dass du keinen Stolz mehr hast. Aber trittst du mir gegenüber, werd ich zum Wehraffen, wenn der Mond in mein Ghetto kracht. Yeah. Ezra 5-2, schmeißen Gang-Signs wie die Ginyu Force. Denn bei uns Gewinnern müssen wir keine Defizite ausgleichen. Verlierer ist dagegen in eurer Loser-Gang ein das neue Handzeichen. Final Flash vor deinen Augen, als wäre ich wie Geta der Prinz. Also mach mich nicht auf Cooler King. Sie wissen noch nicht, wer ich bin, aber bald so legendär wie die Rasse der Saiyajins. Yeah. Hey, Bürgerstube, beide MCs haben noch eine Runde. Habt ihr Bock oder was? Ja. Yeah. Alles klar, dann geht's los bei Nick Shit. Sekunde. Yo, habt ihr auf Nick Shit Bock?
Sehr gut. Ich bin Will Smith und er ist Chris Rock. Und deswegen kriegt er Schellen, als würde ich ihm ein paar Klingeln verticken. Ich bin nicht Michael Jackson, nur weil ich anfange, dieses Kind hier zu ficken. Yo, weil ich anfange, dieses Kind hier zu ficken. Ey, lass es bleiben, Marvin, du hast für Rap kein Talent. Dieses Battle ist für dich wie die Neverland Ranch. Mensch, ich hab ja schon nicht den besten Bart. Aber wenn ich dich dann sehe, Brudi, komm ich mir vor wie ein haariger Rookie. Es ist Nick Shit Rap. Bald kennen alle diesen Kerl. Nach meinen Parts schmeißen sich Gegner so wie Lemminge ins Meer. Du bist kein Gangster, ich schwör. Trainiere ruhig Kampfsport im Gym. Doch du machst Rap von der Stange und bleibst deshalb nur eine Fahne im Wind. Ja, ich weiß, grad noch ein Kind. Doch bald steckst du in der Pubertät, du Lümmel. Ich bin selbst nur ein Lauch. Doch mein Sound ist suppengrün gebündelt. Unergründlich, dass der Knabe hier den Kampf antritt. Ey, was laberst du von Waffengewalt oder Straßenstrich? Junge, laber nicht, du bist ein braves Kid. Ey, du Musterknabe. Das härteste, was du jemals gemacht hast, war mal hinten in den Bus zu fahren. Du läufst bei Rot über Ampeln und der Dude kommt sich hardcore vor. Doch ich hab mehr mit Bullen zu kämpfen als ein Matador. Ich hab paar Anzeigen laufen, als hätte ich etwas inseriert. Es klingelt, deine Freundin, kommt der Marvin raus zum Spielen und deine Ma, na ja, nach dem letzten Battle ist der Marvin wie ans Bett gefesselt. Das ist wie ein Jahresvorrat Salzstangen, da wird der Knabe dran zu knabbern haben. Deswegen macht er halblang, beziehungsweise ganzer Marvin. Und ich frag mich, ob dir dieses Spektakel gut tut, denn ich verarbeite Esra zu Sucuk. Check mal deinen Blutdruck, es könnte sein, dass du zur Kinderklinik musst. Ah, du bist so eine Pfeife, da krieg ich Tinnitus. Aber hier ist Schluss. Nicht, dass du noch plötzlich ein Kindstod stirbst. Die Frage war nie ob, sondern wie hoch du verlierst. Time. Yeah. Letzte Runde, Esra. Du sagst zu mir, das Battle fühlt sich für mich an wie die Neverland Ranch. Doch das Battle fühlt sich für dich an wie Krebs. Zieht sich in die Länge und wird von Minute zu Minute immer schlimmer. Kommen wir in Runde 3. Geht so weiter. Kommen wir in Runde 3 mal zu deinen Texten und deiner Persönlichkeit. In deinen Songs erzählst du uns allen, wie scheiße es dir doch immer geht und welche Droge momentan durch deine Blutbahn fließt. Der Grund, warum der privat immer so eine Miene zieht, als Kleinkinder lernen und interpretieren wir die Gesichtsausdrücke unserer Eltern und dies hat in der Entwicklung des Lebens eine sehr große Bedeutung. Die Reaktionen, die er sah, waren missbilligender Abscheu und pure Enttäuschung. Den Wunsch, gegen den sie tagtäglich kämpfen und doch jeden Morgen dran denken, wie es wohl wäre, wenn sie dich statt der Nachgeburt weggeworfen hätten. Ja. Aber so ein Verhalten kommt nicht von irgendwo, denn früher hat es schon oft geknallt. Sein Vater so, Sohn, für meinen nächsten Zaubertrick verwandle ich diese Flasche Jack Daniels in ein bisschen häusliche Gewalt. Du hättest ein besserer Mensch sein können, Nick, indem du einfach nicht den Weg der Drogen folgtest. Aber hiernach kaufe ich deinen Eltern das Pay-Per-View, damit sie sehen können, wie ich dir die Arschversohlung gebe, die sie dir trotz allem nie geben konnten. Du und deine Crew verkörpern alles Schlechte im Rap. Was ist nur mit euch verkehrt? Reden über die Überdosierung von Drogen, als wäre es unter ihnen so ein verfickter Wettbewerb. Nirvana, die Frage, die ich mir bei euch stelle, ist nicht, wer zuerst berühmt sein wird, sondern wer von euch Junkies zuerst wegen dem Drogenkonsum stirbt. Weiterhin scheinst du deine Persona nach Belieben zu switchen. Erst machst du Rock, doch es kommt nicht an und du änderst deinen Style. Dann machst du Pop, doch es kommt nicht an und du änderst deinen Style. Trap, Junkie-Mucke mit Autotune, depressiven Conscious-Rap. Doch es kommt nicht an und man sieht, wie du wieder mal daran zerbrichst. Doch mich wundern tut es ehrlicherweise nicht, denn es ist hart und traurig mit anzusehen, wie du dich in deinem Leben schon in so vielen unterschiedlichen Rollen gibst. Du stellst uns dich, mal als freundlichen Nachbarn von nebenan und mal als Bösewichten oder Schurken da, zeigst aber keinerlei Gesicht. Nick, erzähl uns doch mal allen, wie es ist, sich permanent irgendeine Persönlichkeit erstellen zu müssen, nur weil man mit seinem eigenen verbittertem Ich tief im Innern nie wirklich zufrieden ist. Du stehst mit dem Rücken zur Wand, die du dir selbst gebaut hast. Denn wie willst du irgendjemanden hier bezwingen, wenn du nicht einmal deinen eigenen Fähigkeiten vertrauen kannst? Permanente Suizidgedanken. Du trägst anscheinend eine sehr schwere Last. Ich weiß nicht, was deinen Eltern mehr Angst macht. Dass du versuchst, dich umzubringen oder dass du es bis jetzt nicht geschafft hast. Aber jetzt muss ich erstmal Schluss machen. Sonst sieht man ihn, wie er von der nächstbesten Brücke springt. Du willst dich hier in der Szene als Top-Tier etablieren. Aber Tiere haben im Gegensatz zu dir einen Überlebensinstinkt. Mal richtig lernen, wenn euch das Battle gefallen hat. Okay, Future Battle Rap, wir sind raus. Wir judgen Nick Shit gegen Esra. Nick Shit hat mir in der Delivery super gefallen, fand auch
Man merkt, das ist ein selbstsicherer Typ so. Es waren mir dann irgendwann zu viele Bad Bars. In der Runde 1 war das vielleicht noch ganz lustig, aber im Verlauf des Battles hat sich gefühlt der ganze Raum nach mehr coolen Punchlines von dir gesehen. So Sachen wie, ich bin locker wie ein Schließfach, kommen da, glaube ich, nicht ganz so gut an. Es piept wie ein Tinnitus auch nicht. Da ist es dir ja auch irgendwann selbst aufgefallen. Nächstes Mal fällt es dir dann bestimmt auch im Schreibprozess schon auf. Dann hast du auch ganz, ganz komische Überleitungen. Die habe ich auch nicht ganz verstanden, von wegen, du verführst Ezra mit deinem Psychoblick. Dann gibt es eine Rückenmarks-OP und dann fragt sich die Ärztin, warum er Bluthochdruck hat. Ja, musst du mir vielleicht mal erklären. Ezra hatte auch eine coole Delivery. Ich fand da cool, wie er Nick Shit nahegekommen ist. Aber es war immer so ein bisschen der Zwiespalt zwischen, bist du jetzt gelangweilt oder bist du jetzt ein aggressiver Typ? Das fand ich bei dieser Dragon Ball Passage sehr, sehr auffällig. Da geht es ja irgendwie drum um das Power Level und um Saiyajin und was weiß ich. Das hättest du vielleicht lieber komplett aggressiv durchgezogen und nicht so diese gelangweilte Grundart behalten. Dann hattest du nicht ganz so viele Haymaker, aber coole Bilder fand ich. Von wegen, du stehst mit dem Rücken zur Wand, die du selbst gebaut hast. Das war eine schöne Passage. Ich glaube, diese häusliche Gewaltstelle gab es schon mal. Zumindest kommt es mir sehr bekannt vor. Ich würde sagen, insgesamt ist das so ein 1-1. Nick Shield Ezra, auch sehr entertainendes Battle. Ich gebe es insgesamt an Ezra. Nick Shield hat vor allen Dingen Spaß gemacht, so zu sehen, wie selbstbewusst er ist, wie er seine eigenen Lines gefeiert hat. Da hat man einfach dann direkt mitgefeiert. Das war einfach selbstbewusste Delivery, nice Reimketten. Werde ich mir auf jeden Fall geben, was der in nächster Zeit noch so machen wird. Ezra hatte dafür deutlich strukturiertere Runden. Die Anime-Runde habe ich sehr gefühlt, zumal ja auch so ein Kakashi im Hintergrund stand. Die war sehr entertained und die letzte Runde dafür sehr, sehr böse. Deswegen gebe ich das an Ezra. Yo, Future of Battle Rap, was geht? Mein Name ist Leanders. Ich habe heute die Ehre, 2 Matches zu judgen. Fangen wir an mit Nick Shit vs. Ezra. Also erste Runde Nick Shit, mickriger Schwanz, Wurmloch nice. Marvin Kelvin trotzdem klein, mega geil, unstabil abliefern wie ein DHL-Bote mit Borderline. Krasse Runde, viel zu wenig Reactions bekommen meiner Meinung nach. Ezra fand ich ganz cool, habe ich jetzt das erste Mal gesehen. Erinnert mich an so einen Mix aus DK und Mavjig. Eigentlich, also ganz cooler Charakter, so habe ich jetzt in den 3 Runden gedacht. In Runde 1 ist mir aber nur so das menschliche Bongwasser hängen geblieben, was ich aber abnormal geil fand. Deswegen erste Runde gebe ich an Nick Shit. Zweite Runde fand ich von beiden die schwächste. Nick Shit ist mir nur hängen geblieben, oder was ich mir aufgeschrieben habe, so als Highlight. Mr. Respektlos und wie ist Mr. Respektlos im Bett bloß? Ganz cool. Ezra auf jeden Fall ein nice Scheme und die Wehraffen-Line, wenn der Mond in das Ghetto kracht, auch cool, aber würde ich jetzt einen Draw geben, weil ich von beiden nicht so mega stark fand. Genau, dann Nick Shit, dritte Runde. So halber Mensch, ganzer Marvin, diese ganze Geschichte wäre sehr cool. Dieses das Scheme mit Knabbern haben und so fand ich nice, aber ich muss sagen, da hat auf jeden Fall Ezra dir absolut die Butter vom Brot genommen, Bro. Ganz stark angefangen und dann auch durchgezogen. So zwischendurch habe ich gedacht, okay, wenn er jetzt diese Moralgeschichte macht, kackt das irgendwo ab unterwegs, aber das Ende in die Fresse hat mich voll abgeholt. Mega krasses Ding, deswegen würde ich das komplette Ding eigentlich Draw geben. Ja, und deswegen gebe ich das Ding 2-2 als Draw. Wie gesagt, beide gut dabei gewesen. Sehr ausgeglichenes Match, beide gute Punchlines. Also 2 Punkte Nick Shit und 2 Punkte Ezra. Und ich bin raus.